hier ist die Öffnung. Und das hängt so da. Das heißt, man erkennt ganz klar, dass sie sich hier, dass sie hier runterdrücken müssen, damit das Futter von hier hinten nach vorne purzelt. Und dann können sie es erst fressen. Die Kugeln selber sind in meinen Augen eher Schnickschnack. Und man sieht auch, zum Beispiel hier an der blauen Kugel, dass sie schon nicht immer mehr richtig rumkullert, obwohl das ganz neu ist. Der Rest ist absolut in Ordnung.